Hallo zusammen, mein Name ist Sandra Ivanova und ich bin für die Geschäftsentwicklung in Deutschland bei LeverageJS verantwortlich. Im heutigen Webinar werden wir über Airbag-Mechanismus sprechen. Kurz zum Inhalt des Webinars. Wir werden mit einer kurzen Einleitung anfangen. Dann werden wir uns genau anschauen, was ein Airbag-Mechanismus ist, verschiedene Szenarien, warum der Airbag-Mechanismus gebraucht wird. Dann werden wir kurz zu LeverageJS ETPs rübergehen und wie genau der Airbag-Mechanismus in diese ETPs eingesetzt wird und natürlich auch, warum er gebraucht wird. Und zum Schluss werden wir auch zu einem Fazit kommen. Wie gesagt, im heutigen Webinar werden wir ins Detail besprechen, was genau der Airbag-Mechanismus ist, wie dieser funktioniert und wie der bei LeverageJS ETPs eingesetzt wird. Zudem werden wir auch Vorteile und verschiedene Risikoszenarien vorstellen. Und dann würde ich gerne auch anfangen. Was ist genau ein Airbag-Mechanismus? Der Airbag-Mechanismus ist ein Sicherheitsmechanismus, der in die Daily Leverage Certificates eingebaut ist. Es soll die negativen Auswirkungen einer extremen Bewegung des Basiswerts im Laufe des Tages reduzieren, wenn die Richtung des Basiswerts gegen die Anleger gerichtet ist. Diese Funktion wird ausgelöst, wenn die zugrunde liegende Aktie während einer Handelssitzung im Vergleich zum Schluss des Vortages um mehr als einen bestimmten Prozent, kommt darauf an, was der Hebelfaktor, also halt bei gehebelten Indizes, verliert, oder um mehr als einen bestimmten Prozent. Wir werden uns auch gleich diese Prozente anschauen, bei Short-Indizes an Wert gewinnt. Der Handel wird dann angehalten, während die Preise für einen kurzen Zeitraum, normalerweise sind das circa 10 bis 15 Minuten, Tick bei Tick berechnet werden. Die Neuberechnung erfolgt mit den Kursen der zugrunde liegenden Aktien über diesen Zeitraum. Der Handel wird dann fortgesetzt, als wäre es ein brandneuer Handelstag. So, hier habe ich auch eine Tabelle vorbereitet, wo wir bei den verschiedenen Hebelfaktoren genau sehen, um welchen Prozentsatz es geht. Und das ist wirklich bei einem Stressszenario. Das heißt, im schlimmsten Fall, bei welchem Prozentsatz der Airbag-Mechanismus automatisch ausgelöst wird. Bei einem Hebelfaktor von 2 sind das minus 25%. Das heißt, wenn die zugrunde liegende Aktie dann um einen bestimmten Prozent fällt und dann der folgende, in dem Fall ETP oder Zertifikat, der diese zugrunde liegende Aktie verfolgt, um minus 25% ist. Beim Hebelfaktor 3 sind das minus 16,67% und bei minus 1 sind das 50%. Das heißt, das sind die Grenzen, die Prozentengrenzen, bei denen der Airbag-Mechanismus ausgelöst wird. Und jetzt werden wir uns auch mehr ins Detail die verschiedenen Szenarien angucken. Und hier habe ich eine Grafik zum Szenario Nummer 1, welches auch Schleudern genannt wird. So, betrachten wir eine hypothetische Aktie, die an der New York Stock Exchange gehandelt wird, mit einem Vortagesschluss von $350 und einem anfänglichen 3x-ETP. Wir haben jetzt in dem Fall LeverageJS ETPs, also Exchange Traded Products, als Beispiel genommen, über die wir in den letzten Webinaren sehr oft gesprochen haben. Viele von LeverageJS ETPs sind mit einem Hebelfaktor 3 ausgestattet. Deswegen haben wir das auch hier in dem Beispiel benutzt. Also mit einem Vortagesschluss von $350 und einem anfänglichen 3x-ETP, das auf $100 festgelegt ist. In diesem Szenario erfährt die Aktie im Laufe des Tages einen Kursrückgang und endet 32,67% unter ihrem vorherigen Schlusskurs. Ein 3x-ETP ohne den Airbag-Mechanismus würde an Wert verlieren
und fast ausgelöscht werden, wobei er theoretisch, also 32,67% mal 3 sind 98% seines Wertes verlieren würde. Das heißt, es würde 98% seines Wertes verlieren, was wir hier auch auf der Grafik sehen. Jedoch bei aktiviertem Airbag-Mechanismus wird das ETP um, sagen wir als Beispiel, 11.30 Uhr neu berechnet unter der Annahme, dass die zugrunde liegende Aktie bis 11.15 Uhr um 16,67% gefallen ist. Wir haben, wie wir das auch vorher bei der Tabelle gesehen haben, bei Hebelfaktor 3 ist die Grenze, die Prozentgrenze, wo das Airbag-Mechanismus ausgelöst wird, 16,67. So, wenn diese Grenze überschritten wird oder wenn diese Grenze dabei ist, wird das dreifache ETP zurückgesetzt und der Rest der Sitzung als brandneu behandelt, wäre ein brandneuer Handelstag angefangen. Es gibt einen weiteren Reset, einen weiteren Neustart um 13.30 Uhr, das heißt um nach 2 Stunden, wenn die Aktie um weitere 16,67% relativ zum Preis beim ersten Reset fällt. Und das 3x-ETP wird erneut zurückgesetzt. Das dritte Zurücksetzen erfolgt dann um 14 Uhr, um 16 Uhr, Entschuldigung, um 4 Uhr. Und das 3x-ETP wird erneut zurückgesetzt. Das heißt, es wird dreimal insgesamt durchgeführt, damit ein Totalverlust verhindert werden kann. Und als Ergebnis der Intraday-Neugewichtungen ist das 3x-ETP bis zum Ende des Tages nur um 68% gefallen. Das heißt, anstatt von 98% sind das 68%. Das ist natürlich ein Stressszenario. Es passiert selten, dass Aktien so stark innerhalb wenigen Stunden fallen. Jedoch kommt es vor. Deswegen haben wir das auch bei unseren Hebelprodukten auch eingebaut. Und dann habe ich hier auch noch ein anderes Szenario vorbereitet, das sogenannte V-förmige Rebound oder V-Rebound, wie das auf Englisch genannt wird, wie wir das auch auf der Grafik sehen können. Das werde ich jetzt auch weiteres erklären. Wie gesagt, betrachten wir noch einmal eine hypothetische Aktie mit einem Vortagesschluss von $350 an einem anfänglichen dreifachen ETP, das auf $100 festgelegt ist. Das sind die Voraussetzungen für unser Beispiel. In diesem Szenario fällt die Aktie stetig bis auf die Schwelle von 16,67%, was bei einem 3x-ETP der Fall ist. Bei der Tabelle, die wir vorhin geschaut haben, sind die Prozentengrenzen bei einem Hebelfaktor 2 und bei einem Hebelfaktor minus 1 selbstverständlich anders. Und ja, wie gesagt, in diesem Szenario fällt die Aktie stetig bis auf die Schwelle von 16,67% bis 11.30 Uhr, was den Reset auslöst, also was den Neustart auslöst. Nach der Neugewichtung steigt die zugrunde liegende Aktie jedoch allmählich wieder an und schließt den Tag tatsächlich mit 0,5%. Das bedeutet, dass ein 3x-ETP mit einem Startwert von $100 ohne den Airbag-Mechanismus 1,5% an Wert hinzugefügt hätte. Jedoch, nach der Intraday-Neugewichtung wird der Rest des Handelssitzung nach 11.30 Uhr als brandneuer Tag behandelt. Das 3x-ETP ist bis zum Ende des Tages dann um 23% gefallen. So, wir haben uns jetzt zwei verschiedene Szenarien angeguckt. Die sind ein bisschen komplizierter zu verstehen. Deswegen werde ich auch weiter darauf eingehen, wofür genau der Airbag-Mechanismus gebraucht wird. Normalerweise, wie auch vorhin gesagt, ist der bei Stressszenarien, bei Szenarien, wo die Aktien sehr stark fallen und vor allem, wenn das durch den Tag passiert. Dann gehen wir weiter zu der Gebrauchsweise, wofür überhaupt der Airbag-Mechanismus gebraucht wird.
Ja, theoretisch könnte ein dreifach gehebeltes Produkt wertlos werden. Das ist natürlich auch bei Produkten, die andere Hebelfaktoren auch der Fall, könnte auch der Fall sein, kommt natürlich darauf an, mit welchem Prozentsatz und wie stark die zugrunde liegende Aktie fällt. Wenn die, ja, wie gesagt, wenn die zugrunde liegende Aktie im Laufe des Handelstages mehr als ein Drittel ihres Wertes verliert. Das ist in dem Fall, wenn ein Produkt mit einem Hebelfaktor 3 ausgestattet ist. Und aus diesem Grund sind Leveraged ETPs mit einem Airbag-Mechanismus ausgestattet, der in die Methodik der von Ihnen nachgebildeten Indizes und in die Verwaltung jedes Produkts integriert ist, damit Sie diese so gut wie möglich nachbilden können. Dazu würde ich auch noch die Ergänzung sagen, dass Leveraged Short und Long ETPs könnten für einige Anleger, die nach neuen innovativen Produkten suchen, die sie ihrem Portfolio hinzufügen möchten, auch eine Herausforderung darstellen, dass eher kompliziertere Produkte sind und auch solche Mechanismen mit eingebaut haben. Und das Ziel auch in meiner Bildungsserie von Webinaren ist, dazu zu beschreiben, wie genau die Produkte funktionieren und in dem Fall auch mehr darüber zu sprechen, warum wir diesen Airbag-Mechanismus haben, was eigentlich nicht sehr viele Hebelprodukte haben und warum er auch notwendig ist. Und vor allem bei Hebelprodukten kann es oft zu Stresszenarien vorkommen, die natürlich durch die durch den Hebelfaktor, also durch die mehrfache Performance des Produkts dazu führen, was wir auch hier bei den beiden Szenarien gesehen haben, könnte eine starke Bewegung bei den Aktien sich umso stärker bei den ETPs, bei den Hebelprodukten an sich auswirken. Und um nochmal für diejenigen, die die letzten Episoden der Bildungsserie von meinen Webinaren verpasst haben, würde ich nochmal kurz auch dazu sagen, was genau Leveraged Shares ETPs sind und wie diese funktionieren, um eine kurze Erinnerung zu schaffen. Leveraged Shares Das ist der Pionier bei Short- und Long-ETPs. Das sind Exchange-Traded Products, die unter anderem auf Einzelaktien, Rohstoffen, Indizes oder Sektoren ausgerichtet sind, abbilden. Hier können wir auch einige der Vorteile sehen. Einmal kann man die ETPs in verschiedenen Währungen handeln, ob das Euro, Pfund oder US-Dollar sind, das kann man selber absuchen. Liquidität ist immer garantiert, da wir mit einem unabhängigen Market Maker arbeiten. Und wir haben auch eine transparente Hebelwirkung. Also wir sorgen dafür, dass der Hebelfaktor immer konstant bleibt. Und natürlich sorgen wir auch dafür, obwohl das riskantere, risikofreundlichere Produkte sind. Wir sorgen auch dazu, dass wir solche Mechanismen wie der Airbag-Mechanismus einbilden, damit wir auch unsere Investoren davor schützen, einen Totalverlust zu erleiden. Hier nochmal zusammengefasst, was ich auch gerade erklärt habe. Auch dazu nochmal zu erwähnen ist, dass wir auch eine Verlustobergrenze haben. Das heißt, da die ETPs wie jede andere Aktie gehandelt werden, braucht man kein Mining-Konto eröffnen und man kann sich auch nicht verschulden. Das heißt, das Höchste, was man verlieren kann, ist das, was man investiert hat. Und auch nochmal zurück zum Hauptthema. Das war nur kurz nochmal über die ETPs von Leveraged Shares und wie die genau so funktionieren und wie die aufgebaut sind. Und nochmal zurück zum Hauptthema, die ETPs mit einem Airbag. Dazu würde ich auch noch
gerne dazu sagen, dass wenn die Airbag-Funktion ausgelöst wird, können die Auswirkungen am Tagesende wie folgt zusammengefasst werden. Das heißt, wenn die zugrunde liegende Aktie nach der Intraday-Neugewichtung steigt, kann das ETP weniger als die erwarteten Gewinne eines gehebelten ETP ohne Airbag erzielen. Wenn sich die zugrunde liegende Aktie jedoch weiter nach unten bewegt, nachdem die Neugewichtung ausgelöst wurde, kann das ETP weniger oder mehr verlieren als ein gehebeltes ETP ohne Airbag. Wenn der Aktienrückgang schwerwiegend ist, kann der Airbag-Mechanismus verhindern, dass das ETP im Tagesverlauf abstürzt und wertlos wird. Der Performanceverlust des gehebelten ETP-Airbags, also das ETP, was mit einem Airbag-Mechanismus ist, kann nach einer Intraday-Neugewichtung im Wesentlichen die Versicherung, die der Anleger erleidet, um potenziell verheerende Verluste, verhindern. Diese Versicherung bleibt während der Marktzeiten der New York Stock Exchange. Und es muss auch darauf hingewiesen werden, dass obwohl alle Aktien eine direktionale Intraday-Volatilität aufweisen, das Ausmaß der Bewegung, die erforderlich ist, um den Airbag-Mechanismus auszulösen, ziemlich beträchtlich ist. Außerdem wird der Portfolio-Manager für das Leveraged ETP die zugrunde liegende Aktie während der Neugewichtungsperiode handeln, um die Indexneugewichtung so genau wie möglich nachzubilden. Da es sich bei dem resultierenden Indexwert jedoch um eine theoretische Berechnung unter Verwendung von nur ex post beobachteten Preisen handelt, wird das Leveraged ETP die Indexneugewichtung nicht perfekt nachbilden. Anleger, die mit gehebelten ETPs handeln, sollen sich auch sollen sich über die damit verbundenen Risiken informieren und komplett darüber bewusst sein, da natürlich jedes Hebelprodukt sehr empfindlich der Volatilität ist und auch trotz solchen Mechanismus wie der Airbag-Mechanismus da ist, einen Totalverlust erleiden. Und damit würde ich auch gerne, das Webinar abschließen. Es ist zwar eher ein kürzeres Webinar, aber wir wollten und ich selber wollte gerne von dem Namen von LevelShares kurz dazu aufklären, warum wir diesen Mechanismus haben, dass wir diesen haben, da sehr viele Investoren sich nicht darüber bewusst sind und natürlich verschiedene Szenarien vorstellen, wann der angewandt wird. Und dass man auch darüber bewusst ist, dass bei solchen starken Fällen einer Aktie wir von unserer Seite natürlich auch alles Mögliche darüber tun, dass unsere Investoren nicht einen Totalverlust erleiden und dass wir das so weit wie möglich minimieren. Ich danke an allen, die dem Webinar beigetreten sind. Und ich freue mich schon auf dem nächsten Webinar, wo wir das nächste Bildungsthema uns anschauen werden.